Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Selina und auf diesem Kanal kommt ganz viel zur Schule, Organisation, Study-Tipps und so weiter und so fort. Heute geht es um ein Video, was ich auf Instagram gefragt habe, inwiefern das interessant ist, und zwar eine Klausurroutine, Lernroutine für Klausuren. Ich mache jetzt in 3 Wochen, glaube ich, mein Vorabi, mein erstes, um Gottes Willen. Und danach meine Abi-Klausur. Dementsprechend habe ich jetzt so meine Erfahrungen gesammelt im Laufe der Zeit, wie ich so am besten lerne. Ich bin der Meinung, ich habe schon mal so ein Video gemacht, aber das wird veraltet sein, denn das habe ich safe in der 11. Klasse oder so gemacht. Ich nehme jetzt zum Beispiel, also als Beispiel, habe ich gerade in meinem Kopf Biologie, weil wir demnächst Biologie schreiben. Und zwar fange ich immer damit an, die ganzen Informationen zu sammeln. Mein Lehrer hat auf Teams, also auf Microsoft Teams, war ich vielleicht irgendwie auf einer Schulplattform, PowerPoints, ganze Texte, Aufgaben, er hat die alle online gestellt, was natürlich für uns sehr praktisch ist, weil wir das immer wieder einsehen können. Ich sammle immer alle Informationen von PowerPoint zu Texten, meine Unterrichtsnotizen, und wir haben von ihm zum Beispiel auch eine Pensumliste bekommen. Kriegen wir nicht jedes Mal, manchmal bekommen wir auch einfach zu wissen alles, was ihr bis jetzt hattet. Deswegen ist es aber auch immer eine gute Idee, eine Übersicht zu haben über das ganze Jahr, was man bis dahin hatte. Genau, einfach eine Übersicht zu haben, okay, was kann drankommen, was ist wichtig. Und vielleicht, besonders jetzt in Biologie, habe ich zum Beispiel ja, wie gesagt, eine Pensumliste bekommen, dass ich immer markiere mit Grün, was ich definitiv kann, mit Rot, was ich definitiv lernen muss, mit Orange oder Gelb, wo ich vielleicht nochmal ein bisschen nachhaken muss, dass ich es auch safe weiß. Also, ne, genau, und damit fange ich immer an. Alle Informationen sammeln, die ich habe, die ich brauche, die wichtig sind. Einmal auf das Große und Ganze gucken, um zu gucken, okay, wie viel muss ich machen? Wie anstrengend wird das? Wie viel Zeit wird das in Anspruch nehmen? Dann habe ich ja im Unterricht oft Lernzettel geschrieben oder auch im Nachhinein. Das heißt, wenn ich zu Hause war und ne, dann habe ich die PowerPoints beispielsweise 1:1 auf einen Zettel geschrieben, damit ich einfach diesen Überblick auf dem Papier habe. Wenn mir irgendwas fehlen sollte, dann schreibe ich spätestens dann meine Lernzettel. Ist meistens nicht viel, wenn überhaupt. Zum Beispiel im Bio müsste ich definitiv mindestens einen Lernzettel nachschreiben. Aber ich habe das gerne einfach als Übersicht. Dann besonders für die ganzen sprachlichen Fächer, wie zum Beispiel bei mir jetzt Dänisch, Deutsch, Englisch oder auch Spanisch, gucke ich mir nochmal diese ganzen Texte an, die wir bekommen haben, die wir im Laufe der Zeit gelesen haben, weil es ja auch darum geht zu perspektivieren in Texten, also in Text. Produktionsaufgaben, zumindest bei den meisten, also in Spanisch jetzt nicht unbedingt, aber jetzt in Deutsch zum Beispiel, wenn man eine Erörterung schreibt oder so weiter. Erörterung? Es ist immer ganz gut, nochmal die Texte zu haben, nochmal durchzulesen. Und auch da ist das Online-Ding natürlich sehr von Vorteil, wenn alles auf Teams oder irgendwo anders ist. Dann einfach nachchecken zu können, ob einem vielleicht etwas fehlt. Diese ganzen Beispiele, diese ganzen Aufgaben, die Texte, die gucke ich mir alle nochmal an, lese sie mir gegebenenfalls nochmal durch. Besonders bei Geschichten, dass ich einfach perspektivieren kann. Wenn ich so etwas habe wie Biologie, ich kann das ja schon mal rauskramen hier, dann schreibe ich für die Fachwörter oder für Vokabeln immer Karteikarten. Ich habe hier ganz viele, von seit der 11. glaube ich, habe ich hier alle drin. Hier habe ich zum Beispiel Spanisch, dass ich auf der einen Seite das spanische Wort habe und auf der anderen Seite die Übersetzung auf Dänisch ist. Bei mir zum Beispiel Todo bien heißt auf Dänisch Gode Gott, also geht es dir gut oder geht es gut. Und jetzt zum Beispiel, wenn ihr richtig viele auf einmal habt, das ist jetzt so ein mittlerer Stapel, dann fange ich immer persönlich mit 2 an. Leg den anderen Stapel zur Seite oder den Rest des Stapels, sag mal, bin ich überhaupt fokussiert, ich sehe aus wie eine Leiche. Dann fange ich mit 2 an und dann je nachdem, wenn ich die so gut kann, zum Beispiel wenn ich jetzt einfach beide lerne und der Meinung bin, die sitzen, dann nehme ich die nächsten und mache weiter. Und man glaubt es gar nicht, aber dieser Stapel ist schnell abgearbeitet. Also, boah, ist ein Fakt, Alter. Persönlich ist das schneller, also für mich persönlich geht es einfach schneller. Ich habe es besser gelernt und gefühlt ist es auch besser in meinem Kopf. Es gibt auch ganz viele Online-Apps, die das können. Quizlet, Anki, ja. Aber das Problem, was ich da finde, ist, dass du alle Karteikarten auf einmal in den Kopf geballert bekommst und du gar nicht wirklich hinterherkommst. Deswegen mag ich das System ganz gerne, dass man klein anfängt und immer weitergeht und irgendwann schneller als man denkt, ist man dann quasi durch. Bei Textproduktionsfächern, also wie gesagt, bei Dänisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, was gibt's noch? Also alles sowas. Auch Geschichte ist zum Beispiel auch eine Textproduktion, Analysen, irgendwas in die Richtung. Da gucke ich mir auch ganz gerne Beispieltexte an, also zum Beispiel für eine Analyse, sei es eine Erörterung,
gibt zumindest meine Deutschlehrerin uns ganz gerne solche Beispieltexte von wegen, ja, also wenn wir mit dem Thema anfangen, das ist der Aufbau, also so theoriemäßig, so soll es aussehen. Ihr habt den Beispieltext, damit ihr das nochmal nachgucken könnt, wie das so aufgebaut ist. Dass ihr gucken könnt, wo die Einleitung ist, wo die Analyse ist, wo die Konklusion ist. Und die gucke ich mir ganz gerne nochmal an und vergleiche das mit dem Faktenzettel quasi und gucke, was ist, was wichtig ist, wie man zum Beispiel einleiten kann und was wichtig ist in der Einleitung. Also sowas gucke ich mir ganz speziell nochmal an. Und was ich auch sehr gerne mache, ist YouTube-Videos gucken darüber. Das heißt, es gibt ja so viel. Es gibt Simple Club, es gibt für Mathe Daniel Jung, es gibt so viele YouTube-Kanäle, die das vertreten, die das erklären und präsentieren. Und das gucke ich mir super gerne an, auch wenn ich mit dem Thema schon recht safe bin. Einfach um weitere Informationen zu sammeln, falls es weitere Informationen gibt. Also einfach nur, um nochmal es von jemand anderem gehört zu haben. Ich finde, das setzt es nochmal so richtig schön fest. Dann ist der Punkt wirklich üben. Es ist so wichtig. Besonders die Karteikarten, das ist einfach eine Sache von Üben. Und diese Textproduktionsdinger, manchmal schlagen unsere Lehrer uns vor, dass wir eine Einleitung schreiben können, oder irgendwas in die Richtung, dass wir das denen schicken können und sie dann halt Feedback geben, dass es keine Note dazu gibt, aber halt Feedback, was man besser machen könnte und was gut ist. Und ich finde das ganz interessant. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Weil die Zeit gefehlt hat oder weil ich den Bedarf nicht gesehen habe, weil ich eigentlich immer recht sicher war, was Textproduktion angeht. Aber für die Leute, die halt so ein bisschen unsicher sind oder gerade neu sind, was das angeht und da einfach noch nicht wissen, auf welchem Standpunkt sie sind, ich glaube, das ist echt, echt nice, das mal so texten, das echt mal so prüfen zu lassen. Kurz vorher ist, finde ich, super wichtig. Klar, ist nicht jeder hier, der dieses Video guckt, fährt mit dem Bus und hat dementsprechend die Zeit. Einige fahren mit Fahrrad, einige gehen zu Fuß, einige fahren mit Auto und haben dementsprechend einfach leider nicht die Zeit, sich das nochmal voranzugucken. Aber für die Zeit haben, kann ich es sehr empfehlen, besonders Karteikarten mit in den Bus zu nehmen und im Bus wirklich nochmal zweimal, dreimal durchzugehen, um ganz safe zu sein, dass man es auch wirklich gerafft hat. Wenn die Prüfung in der ersten, zweiten Stunde ist, wenn es was anderes ist, so 5., 6. oder 7., 8., dann hat man natürlich im Laufe des Schultages noch Zeit. Aber besonders für Klausuren in den ersten beiden Stunden oder in der ersten Stunde ist das von Vorteil, sich das nochmal im Bus oder auf dem Weg hinten anzugucken. Ansonsten einfach vielleicht 15 Minuten früher aufstehen oder keine Ahnung und sich das davor anzugucken. Aber ich habe das Privileg, dass ich halt 45 Minuten länger, also Zeit habe im Bus. Deswegen habe ich da auch schon ganz viel in dem Ding gelernt. Also wirklich mal Texte durchlesen, den Aufbau von irgendwelchen Texten für Textproduktion nochmal ganz genau anzugucken. Letztes Mal, ja. Und das ist eigentlich so der Stand, wo ich mich persönlich sehr sicher fühle und wo ich auch eigentlich der Meinung bin, dass ich eine gute Klausur oder eine Klausur, mit der ich sehr zufrieden bin, hinterlegen kann. Ja, das war's eigentlich. Also das ist einfach so mein Safe Weg, um mich für eine Klausur vorzubereiten, damit ich mich auch einfach sicher und safe fühle und ich mich fühle, als ob ich wirklich alles getan habe, was in meiner Macht steht, um diese Klausur gut zu machen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ich habe euch gute Tipps gegeben, mit denen ihr auch etwas anfangen könnt. Und macht euch bloß keinen Stress. Klausuren sind schnell überstanden und gehen schneller vorbei, als was man denkt. Ich schreibe gerade meine letzten Klausuren vor dem Vorabi und ja, das ging auf jeden Fall schneller als gedacht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und um keine weiteren Uploads zu verpassen, drückt gerne auf den Abonnier-Button, natürlich kostenfrei, damit keinen Upload zu verpassen, auch nochmal die Glocke oben unten drücken und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!